Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen auf dem Hydrogol-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting. Und ja, wie ihr am Bild schon unschwer erkennen könnt, habe ich mir den aktuellen Perry geschnappt. Dieses Mal Susan Schwarz, die steinerne Kreatur, die Nummer 3287. Reisende aus der Zukunft, sie wollen die Gegenwart manipulieren. Ja, Cover gefällt mir ausgesprochen gut. Ich habe vorhin mal in der Peripedia geguckt. Es ist ein Sven Papenbrock. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr guter Sven Papenbrock. Der gefällt mir gut. Das hätte ich jetzt auch nicht wirklich von einem Dirk Schulz so auf Anhieb unterscheiden können. Ich hätte auch so gedacht, das ist so Standard-Ding. Aber nee, der ist gut geworden. Also wirklich, beide Daumen hoch, Sven Papenbrock. Das Cover gefällt mir gut. Sehr gut, schön. Also auch so ein bisschen Hintergrundschärfe im Himmel, im Hintergrund. Ist so eine bisschen so eine Mischung aus so diesem gemalten, geairbrushten von Alfred Kelsner und all diesem ganz modernen. Von Sven Papenbrock oder Gott hab ihn selig, Andrexa Czarzewski. Ja, schön, gefällt mir gut. Also wirklich tolles Cover. Kann man definitiv so lassen. Oder Dominik Beierlei. Mittlerweile ist das auch wirklich im sehr, sehr guten, sehr angenehmen, sehr tollen Niveau. Also gefällt mir gut. Beide Daumen hoch. Sehr gut. Ja, die Frage ist natürlich, gefällt mir der Roman genauso wie das Cover? Und das ist natürlich immer die viel spannendere Frage halt. Ne? Und ja, worum geht es überhaupt? Im Prinzip, John Wetterhahn von der Mordkommission der terranischen Polizei ermittelt weiterhin in seinem aktuellen Mordfall. Mit Unterstützung von Aurelia Biener und damit dem doch eher aufdringlichen TLD. Die wollen ihn halt anwerben. Und ja, die Spur führt John zu einer Kultureinrichtung, die den Austausch zwischen Blues und Terranern fördert. Ausgerechnet dort steht die steinerne Kreatur, die zusammen mit zwei Blues aus der Zukunft gekommen ist, um die Wiedererstehung von S zu verhindern. Mit den Cyborgs aus der Zukunft ist nicht gut Kirschen essen und die Lage eskaliert etwas. Ja, also man merkt schon, das hört sich nach einer Menge Terminator-Vibes an und ja, ging ein bisschen in die Richtung. Ja, so ein bisschen Mischung aus Krimi und Terminator von daher, ja. Ja, Frage natürlich, hält mich die Geschichte im Lesefluss? Ich muss sagen, der Roman war spannend, wenn man ab und zu ein Auge zudrückt. Also so ein, zwei Stellen haben mich rausgekickt, unnötigerweise vielleicht, ne? Aber ja, aber ich muss sagen, einiges an Action und Technik, das hat mir echt gut gefallen. Also es war wirklich schön beschrieben halt. Man merkt so halt, ja, was passt da halt, ne? Was passt da nicht? Und ja. Doch, hat mich mitgenommen. Also ich habe das natürlich jetzt auch am Strand, im Urlaub gelesen halt. Ich habe so auf die Surfer geguckt und die Windsurfer und Subboardfahrer und Segler und ja, so ein bisschen sehr viel Wind um die Nase wehen lassen, aber doch, war ganz cool, so in der Sonne und ja, war auf jeden Fall Urlaubsvibe mit dabei. Ja, Sensor von der Mehrwert, kann ich was mitnehmen? Die Cyborgs aus der Zukunft, ja, sie waren jetzt nicht so präsent, nicht so überwältigend, aber wirklich schöne Technik halt, man merkt so halt so ein bisschen halt eine, man sammelt Spuren, ja, und ermittelt so ein bisschen, was da so ist und man sammelt nachher noch ein bisschen mehr Spuren und kriegt einiges an Erkenntnissen und ich muss sagen, ja, sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ein bisschen Abzug gibt es für Aurelia Biener, allerdings nicht für die Sammelaktion, weil die war eigentlich, ja gut, die war ein bisschen mit der Brechstange, aber sie war doch irgendwie nötig und cool. Es hat schon ganz gut gepasst und ja, so ein bisschen, was mich stört, ist so die Amtsführung halt. Ne? Das ist so, ja, so ein paar Dinge denkt man sich, sag mal, die ist doch eigentlich seit Jahrzehnten der Chefin, die müsste doch eigentlich ihren Laden im Griff haben und ja, und so ein bisschen besser vorbereitet. Da fielen so ein paar Sätze, da denkt man sich, ist die da gerade neu angefangen oder hat die ihren Laden nicht im Griff halt. Ne? Von daher, das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann, also wenn sich Aurelia Biener jedes Mal so verhält, dann würde ich dann fast echt fragen, ob wir nicht vielleicht mal einen neuen Geheimdienstchef brauchen. Aber ja, also so ein paar Dinge, wo man sich halt, wo sie sich Fragen stellt, halt, sag mal, Kultureinrichtung, also wenn irgendwo Geheimdienstgedösel stattfindet, dann genau in solchen Einrichtungen halt. Ne? Das ist so, keiner passt drauf auf, die machen, was sie wollen und ja, jeder wird eingeladen, der irgendwie was beitragen will und ja, immer knapp bei Kasse und die sind, glaube ich, dankbar für jeden, der da irgendwie ein bisschen was reinbuttert. Von daher ist natürlich gefundenes Fressen, glaube ich, so für Geheimdienstgeschichten und ja, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen an der Stelle halt, ne, das passt wohl gar nicht, aber ja, in Summe war doch der Roman, kommen wir zum Spannungsbogen halt, ne, der Roman war spannend, er war temporeich halt, ne, und
Wir kriegen noch einiges an Enthüllungen. Ne? Das war schon ganz cool. Das war auch so organisch eingebaut. Ne? Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und gut, natürlich eskaliert das halt. Ne? Es gibt natürlich wieder Überfälle und es wird geschossen und geballert. Und ja, das ist so ein Standard-Repertoire halt, was einfach dann auch wohl sein muss. Ne? Aber es kommt mit rein. Und ja, also ich muss sagen, ich fand den Roman spannend. Ein paar Dinge, da muss man einfach das Auge zudrücken oder ein, zwei Augen zudrücken und dann einfach halt sich mittragen lassen von der Geschichte. Und das macht die Geschichte halt auch. Ne? Das von daher war das auch nicht ganz gut. Ja, die Seiten flogen dahin. Einige Stellen haben mich aber, wie gesagt, halt aus dem Lesefluss rausgeworfen. Ne? Das ist so, Aurelia als TLD-Chefin, das las ich manchmal an so Stellen. Nee, das las ich, als ob sie da überhaupt noch nie was mit zu tun gehabt hätte. Ne? Aber ja, aber gut. Ja. Ja gut, beim Geheimdienstdinger und so Kram geht es halt mehr so um Möglichkeiten, nicht um Wahrscheinlichkeiten. Und von daher hätte ich auf jeden Fall irgendeinen Typen da vorbeilaufen lassen, der sich vielleicht privat für Blues-Geschichten interessiert und eine Freifahrtskarte gekauft. Und komm, hier ist ein Jahresabo. Geh überall hin, wenn dir was auffällt, berichte halt, ne? Und sonst ist auch gut. Das hätte man aus dem Budget ziehen können. Ja, okay. Ja, schwamm drüber halt, wie gesagt, halt die Story war schon spannend. Das hatte so ein bisschen so Terminator-Vibes, von daher ist es okay. Ja. Jo, so, ich würde sagen, kommen wir mal zu den Punkten. Ja, so. Immersion. Also ich muss sagen, ich fand den Roman spannend. Ab und zu hat er mich rausgekickt, aber es ging schon stellenweise Richtung Hyperraum. Also von daher toll und flott geschrieben. Ne? Von daher so ein paar Stellen, okay, da kann man sich drüber streiten, klar. Aber passt dazu. Ich gebe da mal 3,5 Punkte. Ich glaube, das war definitiv verdient. War wirklich ein spannendes Ding. Ja, beim Mehrwert. Also normalerweise hätte ich da jetzt so 1,5 Punkte gegeben, wobei halt mich diese Aurelia Biener Chefgeschichten da echt genervt und angefressen haben. Deswegen ziehe ich da jetzt nochmal 1,5 Punkt wieder von ab und bin dann bei einem Punkt, sag, ist okay, schwamm drüber, lassen wir so. Passt dann schon halt. Also es wäre mehr drin gewesen an der Stelle, definitiv, aber gut, das ist so. Wobei ich muss sagen, Spannungsbogen, der Roman war spannend, ne? Das ging vorwärts, es hat funktioniert, es hat gefloppt, es war ein Krimi, es war immer was los und deswegen gebe ich jetzt mal einfach ganz ruhigen Gewissens 2 Punkte. Ja, Schreibstil, Leistung der Autorin, wie gesagt, halt die Chefin-Geschichten, da hätte man sagen so, na, so ganz passt das nicht. Aber in Summe doch war wirklich schön geschrieben, halt schnell geschrieben, flott geschrieben, actionreich. Immer was los und spannend vor allem halt, ne? Das ist ja dann auch die Hauptsache mit, ne? Und viel Technik drin, war wirklich toll beschrieben, hat mir auch gut gefallen, von daher, ja, bin ich dabei bei 1,5 Punkten und sind wir bei sehr guten 8 Punkten, das ist wirklich im oberen Bereich mit drin, definitiv im oberen Viertel und ja, das ist Oberklasse, da müssen wir sich nicht drum streiten, ne? Cooles Ding und ja, so sieht's aus. Jo, okay, dann machen wir mal den aktuellen Perry fertig, weil eine kleine Kaffeepause. Ich nehme mal einen Schluck. Ja, frisch aus dem Urlaub zurück. Ich habe den Roman im Urlaub gelesen, halt, das hat mir gut gefallen. Ich bin gut erholt. Ich glaube, ich habe ein bisschen Farbe gekriegt, also einiges, meine Verhältnisse. Sehr viel Sonne, sehr viel Radfahren, sehr viel auf dem Wasser gewesen, im Wasser gewesen und ja, gut gegessen, gut gelebt, mit Family unterwegs gewesen, also wirklich sehr erholt. Eigentlich hat mir gut gefallen. Also hat alles soweit, bis auf ein, zwei, gut. Drama gibt es immer halt, aber das ist halt so. Immer kurz einmal, und dann ist auch wieder gut, ne? Und dann passt das auch schon. Ne? Und von daher, ja, alles gut. War wirklich ein schöner Urlaub, gut erholt und Tapetenwechsel tut auf jeden Fall gut. Man kann neue Dinge berichten, man kommt mit neuem Schwung wieder halten und von daher war das echt schon eine coole Sache. Und so ein Perry im Urlaub lesen hat schon einen gewissen Charme, muss man doch sagen. So ein bisschen aus dem Trott kommt. Wobei aus dem Trott rauskommt, ich bin jetzt etwas spät dran. Ich habe heute Morgen verschlafen. Irgendwann war es da. Es war schön, aber vielleicht dann doch anstrengend halt, ne, im Nachhinein. Das merkt man aber erst, wenn so das Adrenalin runtergeht und bzw. halt der Schwung raus ist und so ein bisschen so zur Ruhe kommt. Ne, und dann kann man auch mal nochmal einmal durchschnaufen. Ja, schönes Ding. Urlaub ist immer schön. Zu kurz leider, wie immer halt, aber das ist halt so. Und dann. Ja, würde ich sagen, machen wir mit frischen Kräften weiter. Ja, aktueller Perry, die steinerne Kreatur. Ja, ich würde sagen, ihr kennt das Spiel. Also jeder, der den Roman noch nicht gelesen hat, schaltet die jetzt ab und kommt später wieder, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Wenn es euch nicht stört, bleibt halt hier.
Das ist euch überlassen. Ja, cooles Ding halt. Man sieht halt, die beiden Blues sind übrigens Damen, Blues-Damen aus der Zukunft. Man sieht, sie sind so ein bisschen genetisch modifiziert. Sie sind Cyborgs. Sie haben halt irgendwie praktisch eingebaute Antigrav-Geräte, Schutzschild-Generatoren. Also man merkt halt, das ist so ein bisschen so, schon so ein bisschen Terminator-Richtung halt in Blues. Ne? Das war schon ganz cool. Und ja, sie kommen halt auch aus der Zukunft. Sie haben diese steinerne Kreatur, mit der sie anscheinend aus der Zukunft zurückreisen. Ist eine von diesen Flatter-Fledermaus-Wächterinnen von S. Ja, weiß nicht, ob sie die irgendwo gefangen und missbraucht haben. Oder ob es dann vielleicht irgendwie doch, vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass es vielleicht doch nicht alles so gut geht. Das kann natürlich auch sein. Ne? Oder es ist einfach halt irgendwie die Chaosmächte, die halt irgendwie da eine einkassiert haben mit ihren kautarischen Machtmitteln, ne? Und die dann einfach zurückgeschickt haben. Wir haben Kmosen da im Hintergrund. Der hat den vollen Zugriff wahrscheinlich auf Fenrix Machtmittel gehabt, ne? Und konnte da einigen Unfug mit treiben halt. Ne? Und wie gesagt, Fenrix Zeitreisen ist mit diesen K.O.-Fakten-Geschichten da gang und gäbe und kein Problem halt mit den Aure-Resten. Die können halt auch durch die Zeit reisen, von daher. Ja, hat so schon Terminator-Vibes, also wirklich halt so zwei Krieger aus der Zukunft wollen halt verhindern, dass sich die Zukunft da so entwickelt, wie sie sich dann entwickeln hat oder sollte. Ja, spannendes Ding. Also Frage halt entweder von Kmosen angestiftet oder halt irgendwie vielleicht doch ein Hilferuf aus der Zukunft. Wer weiß, wer weiß. Ja, spannendes Ding. Also wie gesagt, halt Damen sind aufgerüstet. Wir haben halt diese steinerne Kreatur des Erbarmens, glaube ich. Ne? Es gibt die Jäger, der Jäger und die Jäger und die einmal auf der einen Seite und die Gegenport ist halt die steinerne Kreatur des Erbarmens halt. Ne? Und ja, man merkt, das ist halt auch keine steinerne Kreatur, sondern einfach versteinertes Wesen. Und zwar eines dieser Flatterwesen halt. Ne? Und die reist wohl irgendwie in der Zeit zurück, was man feststellt halt. Und das ist so. Ja, so, ja, Aurelia Biene hat natürlich Spuren gesammelt. In dem Moment war so ein bisschen Gefahr im Verzug halt. Ne? Und ja, da dran zu kommen, sie hat dann im Prinzip dann so komplett unauffällig. Das wäre vielleicht auch irgendwie unauffälliger gegangen. Irgendwie einmal Hände schütteln, einmal kratzen hätte ja gereicht. Ne? Also von daher, nicht dann irgendwie so ein richtiges Drama zu inszenieren, denkt man sich, das war jetzt echt mit dem Holzhammer, ne? Aber wäre möglicherweise auch etwas, ja, unauffälliger gegangen halt, ne? Weiß ich nicht. Gut, sie hat sich dann irgendwie als Aluhutträgerin verkleidet halt und ist dann drauf zugestürmt und hat dann halt so die Show halt, die Wesen abgezogen haben, die haben so ein bisschen so aus ihrer Vergangenheit erzählt, haben dann richtig so, ja, schon das schon gut gemacht halt, ne? Man merkt halt schon so richtiges Narrativ drauf halt, ne? Und von daher, war das schon eine schöne Vorstellung, es hat Spaß gemacht, dazu zu lauschen halt, das war einfach schon, man hat das Gefühl, ich sitze da im Publikum, höre die Story dazu halt und denke mir, ja, war schöner Abend, cool, gerne wieder. Ich gehe öfter noch mal in dieses Kulturzentrum oder mir solche Sachen an. Und ja, aber cool gemacht. Also ja, hat mir gut gefallen. Also John Wetterhahn auch, ne, so sehr sympathischer Charakter halt, ne, der so ein bisschen. Ja, das ist so eine Michael-Markus-Turner-Figur, glaube ich. Also so ein Einzelgänger halt, ne, der denkt sich, oh, ich will mich da jetzt nicht überall einspannen lassen, ich will halt meinen eigenen Kram machen. Ne, und Aurelia Biener lockt ihn immer halt irgendwie mit, von wegen hier beim TLD kannst du frei von unabhängigen Dingen. Du kannst den ganzen Tag machen, was du, worauf du Bock hast. Ne? Wir lassen dich da machen und ja, ist die Frage, ob es nachher wirklich so aussieht, ne? Oder aber ja, also Aurelia Biener hat schon Auge auf den Mensch als Mitarbeiter geworfen und von daher, das nervt ihn dann auch so ein bisschen. Ne? Von daher, das gibt so ein schönes Spannungsverhältnis, das fand ich schon ganz cool gemacht halt. Ne? Dann, ja, so ein paar Sätze hat irgendwie Aurelia Biener anfangen können. Wie konnte man denn ahnen, dass so eine komplett unbewachte Kultureinrichtung oder irgendwie für solche Dinge missbraucht wird? Ja, ich glaube, dass wenn man irgend sowas macht, dann genau da, weil halt da, das schreit förmlich danach. Also ich hätte da wirklich auf jeden Fall da vielleicht einen Mitarbeiter gesagt, hier, wer hat Bock, sich irgendwie mit Buscher Kultur zu beschäftigen. Ne? Hier, wir sponsern euch eine Jahreskarte mit Spesen. Guckt euch jeden Abend was an, was da los ist und guckt mal, was ihr da machen könnt. Ne? Ich glaube, das wäre so ja, im Budget drin gewesen. Wenn dann da halt. Ne? Dann muss man so ein bisschen gucken, was Sache ist. Aber das ist der Job des TLDs halt. Ne? Das,
Ja, das hat mich dann echt so ein bisschen gestört halt an der Stelle. Ne? Von der, das habe ich dann gesagt, nee, sag mal. Bei welchem Verein arbeitet die? Vor allem, die ist ja seit Jahrzehnten jetzt mittlerweile da in dem Laden drin. Und wenn man sich halt die Androiden-Miniserie durchgelesen, ich habe es jetzt auch zu Ende gelesen, halt, ne? Dann die reagiert ganz anders halt. Ne? Das ist so, man so aus dem Ding da rauskommt, sie hat da wirklich im Alleingang fast quasi halt diese Verschwörung im TLD aufgedeckt, ne? Und dann stolpert sie da jetzt so blind durch die Gegend. Ich weiß nicht. Ja gut, andererseits natürlich, wenn alles perfekt läuft, hat man keine Geschichte halt. Ne? Das ist natürlich immer die Gefahr auf der anderen Seite halt. Irgendwelche Dummheiten müssen halt passieren, ne? Aber man kann wenigstens so tun, als ob man kompetente Chefin ist. Ne? Das wäre schon ganz nett gewesen, aber. Ja, okay, das war die Sache, die mich gestört hat, ne? Aber wie seht ihr das? Was die Technik fand ich cool halt, ne? Man hat so wirklich so, man untersucht halt wirklich nachher eine der Cyborg-Frauen stirbt nachher halt, ne? Beziehungsweise halt, die wird so schwer verletzt, dass dann diese implantierten Nano-Dinger da halt sich selbst zersetzen halt und damit stirbt dann auch die Frau, weil dann einfach die Zellen sich auch mit zersetzen halt, ne? So eine Art Selbstzerstörungsmechanismus, ne? Und ja, die kann man so zum Schluss noch so ein bisschen ausquetschen. Das war ich wieder cool gemacht halt. Also Aurelia Bina knallhart, weckt sie auf. Wenn sie drauf geht, dann kriegen wir noch alles an Infos raus, was wir kriegen können. Und das fand ich schon cool. Das war gut geschrieben. Das hat Susan Schwarz echt gut geschrieben. Und ja, Spucks aus halt. Ne? Wir haben dann auch wirklich auch alle Mutanten auch dazugezogen halt, ne? Um dann wirklich alles auszureizen halt. Ne? Und ja. Das war eigentlich die Stelle, der Schluss hat mir echt gut gefallen. Das war schon ganz cool. Ja, sonst in Summe, cooler, spannender Krimi halt, ne, mit so ein bisschen Geheimdienst mit dabei halt, ne, und Cyborgs aus der Zukunft. Also, ja, so ein rundes Ding hat mir ganz gut gefallen. Ein, zwei Stellen, gut, da könnte man sich sagen, da hätte man vielleicht so ein paar andere Formulierungen wählen können. Oder vielleicht nochmal drüber gehen halt, ne, aber. In Summe ist das jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Das wäre jetzt quasi so halt, wenn man so eine Goodreads-Rating hat. So von der Unterschied zwischen 4 und 5 Punkten ist halt schon also wirklich ein guter, sehr guter Roman halt, ne, den man wirklich bedenkenlos empfehlen und lesen kann halt, ne, mit ein, zwei Stellen. Um ihn dann noch ein zweites Mal freiwillig zu lesen, denke ich mal, so ein, zwei Stellen haben noch gefehlt. Aber ja, in Summe, tolles Ding, hat mir gut gefallen und kann ich meckern. Hat vielleicht noch so ein bisschen Urlaubsbonus mit dabei, aber er war spannend. Ich bin öfter unterbrochen worden beim Lesen, von daher ja, kann man das Ding. Ich habe auch relativ zügig gelesen, muss ich sagen, halt, ne? Ich habe so jede Chance genutzt halt, ne? Und dann war ich innerhalb so 2, 3 Stunden habe ich ihn gelesen. Das ist relativ zügig, ne? Und normales Tempo. Also an ein, zwei Stellen, wie gesagt, muss man so ein bisschen die Augen zudrücken, ne? Aber ja, war okay, war cool. Passt. Jo, sonst noch, ich bin gut erholt, denke ich mal. So langsam habe ich ausgeschlafen. Fällt so ein bisschen so die Reise an. Man ist wieder zu Hause, man fühlt sich wieder wohl, kann so ein bisschen entspannen. Und dann. Ja, ich hatte für heute Abend noch was vorbereitet. Ich muss mal gucken, ob ich das noch mache. Oder ob ich so ein bisschen was Allgemeineres erzähle. Wir haben natürlich jetzt auch die Androiden-Miniserie ist zu Ende. Ich überlege mir das noch, ob ich dann mein großes Special mache. Das werde ich wahrscheinlich verschieben. Ich werde die Androiden noch erzählen und dann vielleicht noch ein bisschen was Allgemeineres. Und dann kommt das Special dann bei nächster Gelegenheit. In dem Sinne würde ich sagen, dreht eine Runde. Draußen ist so ein bisschen feucht bewölkt, aber ich habe da gerade eine Lücke erwischt halt. Und von daher, man merkt aber doch halt so Lichtluftbewegungen, frische Luft. Das klärt den Geist, lüftet da oben einmal durch und hebt auf jeden Fall die Stimmung. In dem Sinne würde ich sagen, dreht eine Runde, lest das Heft. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und man sieht sich heute Abend zu Telege. Macht's gut, bis dann. Achso, ich habe sogar noch eine Leseprobe eingelesen. Wenn die euch gefällt, guckt sie euch auf jeden Fall mal an. Und wenn es genug Leute gibt, denen gefällt, mache ich dann, glaube ich, vielleicht noch ein zweites Kapitel. Schauen wir mal. Bis dann, macht's gut und tschüss. Bis später.